Heute ist Montag, der 1. Juli 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Und wir starten heute nicht nur in die neue Woche, nicht nur in den neuen Monat, sondern wir haben heute ein ganz besonderes Jubiläum, denn heute ist der 183. Tag hier bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Das heißt, wir haben Halbzeit. Die Hälfte der Zeit von 366 Tagen ist herum. Seit dem 1. Januar gab es jeden Tag ein Ü-Ei für Mädchen oder ein Kinderjoy-Ei 183 Mal. Seht vor euch das 183. Ü-Ei für Mädchen, nämlich für den 1.7. für heute Montag. Ich möchte mich bei allen Zuschauern von Herzen bedanken, dass ihr wirklich jeden Tag guckt, eure Daumen nach oben. Ich sehe das alles. Eure Kommentare, ich freue mich wirklich sehr darüber. Es gibt einzelne Folgen, da hätten wir hier am Tag über 700 Zuschauer für ein Ei. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich freue mich so sehr darüber. Deswegen lebe ich meinen Traum auch mit euch zusammen, stehe für das Hobby ein, ohne Werbung, ohne irgendwelche nervigen Sponsorings, sondern hier geht es wirklich nur um das reine Hobby, um das Thema Kinderüberraschungsei. Wir öffnen also heute zur Halbzeit das 183. Überraschungsei und ich freue mich ganz besonders darauf. Euch jetzt einen guten Start in den Juli. Vielen, vielen Dank für alles und jetzt das Ü-Ei des Tages für Mädchen. Hatten wir also einen Ring der Eiskönigin Frozen und hier geht es natürlich immer weiter, denn die Hälfte heißt ja auch, die Hälfte liegt noch vor uns. Also seid morgen wieder mit dabei bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Wir sehen uns dann morgen hier wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo. Bis morgen. Alles Liebe, euer Stefan. Macht's gut, ihr Lieben.